Yu-Gi-Oh! Staffel 0, 1 und 6 haben wir schon hinter uns, also kommen wir jetzt zu Staffel 2, wieder mit 48 Folgen. Dieses Mal gibt's das Battle City Turnier fast bis zum Finale. Neue Staffel, neuer Tag, neuer Spaziergang mit Thea zur Schule. Doch erstmal einem super vertrauenswürdigen Wahrsager an der Straße das Millenniums-Puzzle geben. Was soll er schon machen? Das Puzzle neben den Tisch umwerfen und abhauen? Ja gut, passiert halt. Zum Glück war er aber so nett und hat den Weg ausgeschildert, wo er überhaupt hingeflüchtet ist. Ziemlich mutig auch für einen 40 Kilo schweren und 1,50 Meter großen Yugi, dem 1,90 Meter und 85 Kilo Typen hinterherzulaufen. Thea will auch hinterher, wird aber von Yami Bakura in die Irre geführt. Jetzt muss sie einfach zurücklaufen. Boah, ist der böse. Angekommen trifft Yugi auf Marek, der hinter dem Puzzle her ist. Also nicht auf Marek persönlich, sondern auf einen, der von ihm kontrolliert wird. Auch nice war hier das Gespräch. Ich will mich nicht um ein Puzzle duellieren. Es ist ja immerhin meins. Ja, aber ich hab sie geklaut. Also ist's meins. Okay, Duell! Also, let it rip. Nach nur 3 gespielten Maschinenmonster wusste Yugi einfach instant, wer das ist. Nämlich Bandit Keith. Yugi schüchtert ihn mit seinem Drachen-Champion ein, also switcht Keith Monster in die Verteidigungsposition, nur um diese dann zu buffen und den Champion zu zerstören. Jetzt gibt's noch den Makio-Nebel, um die Maschine natürlich zum Rosten zu bringen und mit dem Beauftragten der Dämonen diese zu zerstören, auch wenn die eigentlich gleich viele Punkte haben. Und Keith verliert natürlich auch noch Lebenspunkte. Jetzt schummelt Keith auch noch und holt Sera aufs Feld. Yugi verteidigt sich ein bisschen, während Keith weiter schummelt. Tja, aber auch Schummeln bringt nichts gegen Yugi. Das war's dann auch schon mit dieser ach so großen Sera. Bakura sorgt für Empfangsstörungen bei Keith und Marek, der jetzt durchdreht und lieber das Puzzle zerstören möchte, weil wenn er das nicht haben kann, soll es halt keiner haben. Bakura spielt Tarzan, bodycheckt Keith weg und gibt Yugi alle Teile zurück. Nur in 1 flößt er noch ein Stück seiner Yami-Seele hinzu, um immer mit dem Puzzle verbunden zu sein. Keith rastet weiter aus, schlägt mit einem Rohr um sich, trifft dabei eine Maschine, wo die Kabel reißen, die natürlich Funken schlagen, da zufälligerweise Benzinkanister stehen, die bei Berührung sofort explodieren. Alles steht in Flammen, als Joey und Tristan angekommen sind und Yugi das Puzzle gerade fertig gepuzzelt hat. Das Deck noch mitnehmen, schaffen die beiden es in letzter Sekunde, Yugi zu retten. Ishizu kommt in Domino City an und lädt Kaiba zu einer Ausstellung ein. Sie ruft ihn extra dafür an, während sie aber gleichzeitig im Fernsehen ist, sie sich aber gleichzeitig mit ihm telefoniert, das was sie am Telefon sagt aber gar nicht im Fernsehen vorkommt und das was sie im Fernsehen sagt gar nicht am Telefon vorkommt. Das hätte nicht nur mich überzeugt, sondern hat es auch Kaiba überzeugt und damit trifft er sich mit ihr. Angekommen erzählt sie ihm sofort alles über das alte Ägypten. Schon damals gab es wohl übel die heftigen Duelle während der Pause in der Schule. Und der Pharao hat nicht nur mitgemacht, sondern war ja auch noch der King darin. Stellt euch mal vor, dass Merkel euch einfach über den Tisch spielt. Das wäre mir ja mal anders peinlich. Und zufälligerweise sieht der Pharao so aus wie Yugi mit dem schwarzen Magier, der gegen Kaiba mit dem weißen Drachen kämpft. Selbst nachdem Ishizu ihm die Vergangenheit trippen lassen hat, hatte er es immer noch nicht geglaubt und wollte einfach wieder gehen. Erst nachdem die Götterkarten erwähnt wurden, war er wieder am Start. Er soll ein Turnier starten in der Hoffnung, 2 weitere Götterkarten zu bekommen, die von Ishizu geklaut wurden und kriegt dafür sogar Obelisk gespendet. Yugi will mit Thea ein bisschen mehr über die Vergangenheit des Millenniums-Puzzle erfahren. Aber erstmal ein bisschen shoppen. In einer Spielhalle macht Thea einen Johnny fertig, der selbst dann verliert, als er versucht hat, Thea zu behindern. Naja, kein Wunder, dass er verkackt hat, wenn er immer wieder erst rübergehen musste, um sie für ein paar Sekunden zu stören. Bro, was für ein Depp. Naja, das lässt er nicht auf sich sitzen und will seine Revanche. Nur eben jetzt in Duel Monster gegen Yugi. Noch besser wird's, dass Johnny eigentlich absolut gar keinen Plan hat und deswegen auch ziemlich hart kassiert. Dann checkt er, dass er sich gegen den Yugi von Duelist Kingdom duelliert, will davonlaufen und bekommt das Talk no Jutsu von Thea zu hören. Deswegen geht er dann nur noch davon, anstatt zu laufen. Am Abend kommen die beiden dann auch noch am Museum an, was wahrscheinlich schon geschlossen hat oder so. Museen haben ja eigentlich immer recht früh geschlossen. Naja, egal. Im Museum sehen auch die beiden die alte Steintafel mit dem Pharao und Kaiba. Ishizu kommt dazu, schiebt Panik, weil die Welt untergehen wird, wenn der Pharao diese nicht rettet. Und ja, das wär's eigentlich. In der Zeit will Kaiba Obelisk auf die Probe stellen. Dafür erstmal ein Duell gegen Planktons Frau Karen. Die holt sich schnell den ersten weißen Drachen, dann die anderen beiden und fusioniert sie zum Ultradrachen. Kaiba glaubt jetzt allen Ernstes, dass Yugi den Ultradrachen nicht besiegen konnte. Er hat wohl vergessen, dass er eigentlich nur gewonnen hat, weil er mit dem Suizid gedroht hat.
hat. Aber wenn ihr jetzt den Ultradrachen mit seinem Obelisk besiegt, ist Kaiba eindeutig besser als Yugi. Zumindest laut seiner Logik. Also Obelisk aufs Feld, zwei Monster opfern und automatisch gewinnen. Lol. In der Stadt treffen wir auf Mai, wo das Turnier von Kaiba überhaupt nicht übertrieben angekündigt wurde. Überall im Fernsehen und natürlich auch nur für Yugi auch mit dem Heli. Kaiba macht Kaiba-Sachen und hat Joey nicht in die Teilnehmerliste eingetragen. Yugi hat eine 5-Sterne-Bewertung, während Joey nur eine 1-Sterne-Bewertung hat. Also eigentlich nicht mal teilnehmen dürfte. Zum Glück ist der Händler aber nicht nur Raritätenjäger, sondern auch noch ein Hacker und ändert mal eben Joeys Bewertung zu 3 Sternen. Am Abend will er noch zu seiner Schwester ins Krankenhaus, trifft da aber auf sein erstes Duell gegen die Raritätenjäger. Erst sieht alles gut aus, Joey versteht sogar die neuen Regeln und opfert 2 Monster für den Rotaugen, wird dann aber von Exodia aus dem Leben gebeamt. Ja gut, eigentlich ging es ihm nach dem Duell noch gut, hätten die ihn danach nicht auch noch unnötigerweise zusammengeschlagen. Weil Joey in der Gasse übernachtet hat und nicht seine Schwester besucht hat, will die sich jetzt auch nicht die Augen operieren lassen. Die Suche geht los, Tristan findet ihn und zieht mit dem Motorrad und Joey an Yugi und Thea vorbei. Im Krankenhaus Serenity überreden, aus dem Zimmer zu kommen, warum man auch immer ein Krankenzimmer von innen abschließen kann. Und gemeinsam mit Yugi wollen sie jetzt den Raritätenjäger aufspüren und fertig machen. Jeder bereitet sich auf das Turnier vor, nur Tristan nicht. Der erklärt sich Joeys Schwester. Ja, er ist der wahre König der Spiele. Kaiba gönnt sich extra ein Zeppelin, um die Regeln des Turniers zu erklären, was es mit den Puzzlekarten auf sich hat und dass der Verlierer seine beste Karte dem Gewinner geben muss. Aber wenn sie das Ganze jetzt erst wissen, warum haben die Raritätenjäger schon gestern zu Joey gesagt, dass sie nach den Regeln des Turniers spielen? Naja, egal, wir sind ja nicht bei den unlogischen Dingen. Wir wollen uns einfach nur die Folgen angucken, wo Joey sich rächen will, Yugi dazukommt und für ihn übernimmt. Die Holo-Bilder werden ausgefahren. Zeit für ein Duell. Yugi Muto gegen Rare Hunter. Stabil, dass der sich einfach als Raritätenjäger für das Duell und das Turnier angemeldet hat. Okay, eigentlich hat er sich nur reingehackt, also gar nicht mit dem richtigen Namen. Und auch hier nutzt er wieder die gleiche Taktik wie gegen Joey. Er will die Exodia, spielt deswegen auf Verteidigung, was Yugi auch ziemlich schnell durchschaut. Nur leider kommt Yugi selbst mit der Potara-Fusion nicht gegen seine Verteidigung an. Nicht nur hat Rare Hunter schon 4 Exodia-Teile auf der Hand, sondern hat er auch noch Kontaktlinsen, womit er die oberste Karte aus seinem Deck durchschauen kann. Also eine Karte von der Hand für ein paar Runden verbannen, die Chimera opfern und mit dem Beauftragten ein bisschen aufräumen. Bringt aber auch nicht so viel, weil die Lichtschwerter Yugi in Schach halten. Halb so wild, weil der Raritätenjäger gezwungen war, sich mit einem Exodia-Kopf in Verteidigung zu schützen, was Yugi direkt mal nutzt und alle Exodia-Teile mit der Kettenzerstörung vernichtet. Dadurch ist die Exodia besiegt. Mit dem Staubtornado noch die Lichtschwerter vernichten, die Chimera zurückholen, Kopf zerstören, direkter Angriff und Ende mit dem ersten Duell für Yugi. Den Rotaugen zurückholen, die Exodia-Teile zerreißen und noch ein wenig mit Mari quatschen. Nebenbei dann auch noch ein bisschen abspacken, ich meine, what the fuck geht da gerade ab? Joey will den Rotaugen aber gar nicht zurückhaben und das war's. Rex Raptor hat gegen Espa Roba verloren, der in die Zukunft sehen kann und immer weiß, was der Gegner gerade in der Hand hat. Wer wäre jetzt noch so verrückt, sich mit ihm anzulegen? Richtig, Joey. Das Duell von Joey wollen Tristan und Serenity im Live-Ticker mitverfolgen. Nur blöd, dass Joey die Regeln anscheinend wieder vergessen hat und spielt ein Monster, wofür er eigentlich etwas opfern musste. Blöd gelaufen, erster direkter Angriff gegen Joey. Yugi entdeckt, dass Espa eigentlich nur ein Schummler ist, aber anstelle seinem Freund zu helfen, lässt er es einfach zu, weil er denkt, dass Joey dadurch ein besserer Duellant wird. Yugi jetzt anscheinend auch noch der König der Freunde, oder wie? Oder Schummler halten einfach sehr gerne zusammen. Mit der Engelswürfel-Teufelswürfel-Kombi kann er Espa ersten Schaden zufügen und erst Mokuba unterbinden. Das Schummeln disqualifiziert ihn aber nicht, sondern lässt das Duell weiterlaufen. Absoluter Ehrenschiedsrichter. Am Ende übernimmt Espa noch die Kontrolle über ein Monster von Joey und opfert dieses für Jinzo, wodurch Joeys Fallenkarten jetzt wirkungslos sind. Roba verstärkt seinen Jinzo und Joey sein Babydrache mit dem Zauberer der Zeit. Nur geht Jinzo jetzt dabei nicht kaputt, weil das Metall aus ihm so super krass ist und yeah. Das war's für den alten Drachen. Schon klar, dass Joey da an sich selbst zweifeln würde, bis Thea und Großvater Muto dazukommen und ihn unterstützen. Herz der Karten, Roulette-Spinne und Herz des Casinos. Jinzo greift Espa an und damit gewinnt Joey das Duell. Das hat Espa jetzt nicht vorher gesehen. Jetzt fällt ihm auch noch der Kopfhörer aus dem Ohr. Joey merkt auch, dass er geschummelt hat, weil das Ding so fucking laut eingestellt ist, dass Joey das aus dieser Distanz hören konnte. Die Brüder sind aber trotzdem stolz auf ihn. Joey bekommt Jinzo und die Lokalisierungskarte. Und Ende.
Ein Teilnehmer zieht einen anderen ab, wird von Mokuba und Seto unterbrochen und bekommt dann sogar noch einen Koffer, um sich ein Deck zusammenzustellen, nur um dann gegen Kaiba zu duellieren. Let's go! Duell! Vier Karten ziehen, Kaiba fängt an, spielt direkt Obelisk und ja, das war's auch schon wieder. Marek bekommt mit, wer im Besitz von Obelisk ist, hat selber aber schon zwei Götterkarten und will sich lieber erstmal um Yugi kümmern. Den in ein Zelt locken, ein Zaubertrick später ist er auf einmal ganz woanders, wo er von einem schwarzen Mager begrüßt wird und Arcana vor sich hat, der mit seinen zwei schwarzen Magier-Cousins angibt. Also heißt es jetzt, schwarzer Magier gegen schwarzer Magier. Aber erstmal Fesseln dran, Seelensegen raus und jetzt heißt es Zeit für ein Duell. Arcana hat dabei aber den schwarzen Magier beschnitten, um ihn direkt ziehen zu können. Gemeinsam mit Ra. Aber kein Ding, Yugi hat auch Ra auf der Hand. Kartenzerstörung, alles wieder von Anfang bitte. Na gut, nicht alles. Yugi opfert seinen Magnetkrieger und Arcanas Monster durch Gehirnkontrolle und beschwört den schwarzen Magier, der Arcana schutzlos kitzeln kann. Thea und Großvater suchen Yugi, der weiter im Duell steckt und jetzt ebenfalls dem schwarzen Magier gegenübersteht. Beide sogar mit vier verdeckten Karten. Arcana eher so auf Angriff gegen Yugis Magier und Yugi eher so auf Verteidigung gegen Arcanas Karten. Nach dem ganzen Zirkus stehen beide Magier immer noch auf dem Feld, nur dass eben beide nur noch eine Karte verdeckt haben. Ach ja, selbstverständlich hat Arcana eine sehr tragische Vergangenheit. Er war ein großer Zauberer, nur leider nicht ganz so groß, weil bei einem Stück etwas schief ging. Oder er wollte einfach zu Mumie werden. Wer weiß. Aber nicht wegen dem Stück, sondern einfach nur, weil er ein absolutes Arschloch war, hat er seine Frau verloren. Aus irgendeinem Grund lief er dann auch wie eine Mumie durch die Stadt, traf da auf Marek, der ihn wohl geheilt hat und ihm versprochen hat, seine Frau, oder jetzt halt Ex-Frau, zurückzuholen. Die chillt während des ganzen Duells nämlich hinter diesem Vorhang. Und mit dieser Motivation geht's weiter. Yugi schwarzen Magier fesseln, um mit dem eigenen schwarzen Magier direkt anzugreifen. Und jetzt wird's ganz wild. Arcana spielt Ektoplasma, nutzt das auch direkt mal zweimal hintereinander. Nur geht die Ektoplasmasierung seines schwarzen Magiers nicht durch, weil Yugis schwarzer Magier sich selbstständig gemacht hat und diesen Angriff neutralisiert hat. Genial. Arcana zerstört Yugis Monster, neutralisiert Yugis Zauber und Fallen, holt seinen schwarzen Magier wieder aufs Feld, nur damit Yugi aus irgendeinem Grund auch den Effekt vom schwarzen Umhang nutzen kann und dadurch sein schwarzes Magiermädchen holen kann. Durch die beiden schwarzen Magier auf dem Friedhof ist die jetzt auch wohl stärker, womit das Duell zu Ende ist. Yugi befreit sich, befreit Arcana in letzter Sekunde, damit er endlich wieder mit seiner Puppe vereint ist. Und dann gibt's wieder ein kurzes Gespräch mit Marek. Hi. Hi. War nett mit dir zu reden. Tschö. Mai gibt vor Joey und Yugi mit ihren vier Lokalisierungskarten an. Ausgerechnet vor den beiden, die beim Königreich der Duellanten weitergekommen sind als sie selbst. Trotzdem fehlen eh noch jedem welche, um ins Finale zu kommen. Also geht jeder für sich auf die Suche nach weiteren Duellen. Dabei bekommt Joey eine Karte in sein Deck geschmuggelt, weil er einem random auf der Straße sein Deck anvertraut hat. Als ob er nichts von Yugis Exodia damals gelernt hat. Denn auch hier ist jetzt wieder Weevil, der das Ganze geplant hatte. Und der hat jetzt nicht nur Joey reingelegt, sondern auch den anderen, den er jetzt mit irgendetwas einsprüht. Im Duell gegen Joey werden jetzt sogar zwei Lokalisierungskarten gesetzt. Der frisch gewonnene Jinzo kommt sehr schnell auf den Feld, geht aber auch wieder sehr schnell, nachdem er sich etwas eingefangen hatte. Nicht nur das, sondern wird die eingeschmuggelte Karte in Joeys Deck aktiviert, infiziert dadurch alle Monster von Joey in Insekten, welche nicht mehr angreifen können, weil Weevil die Insektenfalle spielt. Und genau dafür hat er sein Kokon in Angriffsposition gelassen. Einfach nur für den Flex. Und wenn wir gerade beim Flex sind, holt Weevil auch paar Züge später die perfekte Motte. Gerade erst ist die Motte da, wird die auch schon wieder von Joey aus dem Leben geklatscht. Aber alles war einkalkuliert. Paar Insekten zerstören, um die verstärkte Insektenkönigin zu beschwören. Blöd nur, dass er auf ein Bait von Joey reingefallen ist. Egal, hat er nur das Schlimmste verhindert. Obwohl der Livestream Weevil direkt auf Null droppt. Und natürlich geht es noch weiter. Gierfried wird gespielt, der von dem Virus unangetastet bleibt. Die Insektenkönigin wird jetzt aus dem Leben gesprüht und damit ist Weevil schutzlos. Duell zu Ende, Insektenkönigin und zwei Lokalisierungskarten für Joey. Joey und Co. werden heimlich von Mareks Jägern gejagt, der es nicht selbst machen kann, da er gerade noch mit der MSN nach Battle City schifft. Bis er irgendwann mal angekommen ist, versucht er es noch einmal gegen Yugi, den er dieses Mal nicht nur die ganze Zeit kontrolliert, sondern auch noch mit ihm eine Götterkarte benutzt. Das Duell zwischen Krillin auf Crack und Yugi geht los. Krillin fusioniert direkt mal, Yugi defusioniert direkt mal, um die beiden einzelnen Monster zu zerstören. Mit dem Wiederbelebungs-Jam, dem Jam-Abwehr, der Brutmaschine und dem Stahlkäfig gönnt sich Krillin noch ein bisschen Schutz.
die Brutmaschine opfern und schon ist Slifer auf dem Feld, um Yugi aufzumischen. Eigentlich hätte Yugi ihn aufgemischt, hätte er nicht den Schutz des Wiederbelebungsschleims. In der Zeit wollte sich Joey mit Kaiba duellieren, der aber von da mit dem Heli abgeholt wurde, um so schnell es geht zu Slifer zu kommen. Der hat gerade den Buster Blader von Yugi zerstört. Das schwarze Magermädchen konnte er durch den Effekt von Slifer aber nicht zerstören, weil Yugi diese mit den magischen Hüten versteckt. Ich glaube nicht, dass das so funktioniert. Genauso wenig funktioniert es, den magischen Zylinder mit dem Wiederbelebungsschleim abzuwehren. Oder dass Yugi noch überlebt, nachdem sein schwarzes Magiermädchen in Angriffsposition von einem Slifer mit 9000 Angriffspunkten zerstört wurde. Zu Recht jetzt ein bisschen am Zweifeln, von Kaiba aufgebaut werden und Ende. Je mehr Karten Krillin auf der Hand hat, desto stärker wird Slifer. Deswegen zieht er auch so viel es geht. Aber genau das ist leider auch die Schwäche von Slifer. Also let's go, unendlicher Kreislauf. Buster Blader zurückholen, mit ihm Slifer angreifen, der vom Wiederbelebungsschleim beschützt wird. Der regeneriert sich neu, wodurch Krillin wieder 3 Karten ziehen darf. Yugi schnappt sich den Gem, der jetzt die ganze Zeit von Slifers zweiten Effekt zerstört und wieder regeneriert wird, weswegen Krillin immer wieder 3 Karten ziehen muss, bis er ins Leere greift. Damit geht jetzt eine Lokalisierungskarte und Slifer an Yugi. Perfektes Timing also für Kaiba, um einen Korb zu bekommen. Der will sich jetzt gegen Yugi duellieren, der aber ablehnen muss, weil seine Freunde von Marek als Druckmittel benutzt werden. Dick und Doof stellen sich Yugi in den Weg. Der muss aber nicht alleine gegen die beiden ran, sondern kommt auch noch Kaiba dazu, wodurch ein 2 gegen 2 losgeht. Und Bro, das war jetzt mal anders wild. Kaibas erster Zug. Topf der Gier, Herr der Drachen, 2 Drachenflöten und damit 3 weiße Drachen spielen und den Shion Rü. Dann kommen die anderen am Zug, juckt aber nicht. Im zweiten Zug von Kaiba kommt schon Obelisk auf dem Feld und haut die beiden Kollegen gleichzeitig um, trotz Spiegelkraft. Bosshaft, sein Urgroßvater. Und auch Joey will sein nächstes Duell. Und zwar gegen Marco Tsunami, der gerade einen Auftritt hatte. Beide setzen schon wieder 2 Lokalisierungskarten und schon gibt's für die Zuschauer einen 2. kostenlosen Auftritt. Erst passiert nicht wirklich viel. Das, was mich am meisten erstaunt hat, war, dass Marco Reisner Tsunami komplett wasted hat. Bakura und Marek treffen sich in irgendeiner Gosse, wo Marek einfach mit seinem Motorrad rumfährt und bei einem Gespräch wollen sie sich halt zusammentun. Joey versteckt jetzt seinen Alligator, der jetzt durch Umi rausgejagt wird, weil er halt keine Luft unter Wasser bekommt. Ja man, richtiger Geniestreich. Mit den Teufelswürfeln den Gegner aber trotzdem noch schwächen und damit in Führung gehen. Babydrache und Alligatorschwert fusionieren, um das stärkste Monster überhaupt zu beschwören. Oder so. Mit dem kann er Marco jetzt aber immerhin direkt angreifen. Einmal klappt's, beim zweiten Mal ist er aber komplett geschützt. Den legendären Fischer spielen, den er von seinem Vater bekommen hat, den er als Kind beim Angeln verloren hat. Also wirklich verloren. Er ist bei einem, ja, Tsunami verschwunden und hatte dann irgendwie keinen Bock mehr, seinen Sohn zu treffen, weil er eigentlich genau wusste, wo sein Sohn ist. Aber wie gesagt, er hatte wohl keinen Bock drauf. Dann gibt's auch noch Moby Dick aufs Feld, der Joey schutzlos angreifen kann. Den legendären Fischer beim zweiten Angriff als Schutzschild missbrauchen, den Wal aufs Trockene legen und mit Riesentornade Markus Schutz abziehen, um damit das Duell zu beenden. 2 Lokalisierungskarten und sogar die 2 seltensten Karten für Joey. Nur bringt ihm das Ritualmonster ohne die Zauberkarte nichts. Egal, damit steht Joey auf jeden Fall schon mal im Finale. Tristan ist auf dem Weg zu Serenity, weil die bald ihre Augenbandagen abbekommt. Zufälligerweise kommt Marek mit dem verletzten Bakura rum, um von den Freunden aufgenommen zu werden. Großvater fährt mit Bakura ins Krankenhaus, Kaiba und Yugi gehen einfach an unseren Freunden vorbei und Marek schließt Freundschaft mit Joby und Thea. Die beiden werden dann aber doch auf offener Straße verkloppt und entführt, genau wie auch Mokuba entführt wird, der einfach auf einem Dach chillt. Mit denen als Druckmittel gehen Yugi und Kaiba gemeinsam auf ein Dach, um da wieder ein Zweierduell durchzuziehen. Wenn man hier aber verliert, geht das Glas unten kaputt und man fliegt ins Reich der Schatten. Regeln erklärt, Duell geht los, während Dick und Doof ziemlich gut im Team spielen, will Kaiba das Ding lieber alleine durchziehen und, naja, jeder kann sich denken, was jetzt passiert. Genau weil Kaiba es alleine versucht, verkackt er so hart, dass er direkt mal verloren hätte. Zumindest, wenn Yugi sein Kuribo nicht multipliziert hätte. Trotzdem sieht es ziemlich knapp für die beiden aus. Und selbst als Kaiba jetzt so ein bisschen mehr auf Teamplay macht und Yugi mehr als deutlich sagt, dass er Kartenzerstörung aktivieren soll, weil sein Blatt besser auf dem Friedhof wäre, na, noch ein größerer Hinweis, geht ja nicht, spielt er diese Karte erst verdeckt und aktiviert sie erst, als Dick und Doof eine viel stärkere Karte als den weißen Drachen auf dem Feld bringen konnte. Na egal, jetzt ist der weiße Drache auf dem Friedhof und kann damit von Kaiba aus dem Friedhof wieder geholt werden.
Dank der Bestie von Guilford auf Yugis Friedhof konnte er die maskierte Bestie schwächen und der weiße Drache ihn zerstören. Thea und Mokuba versuchen zu fliehen. Mokuba schafft es. Thea stürzt einfach mal aus gefühlt 10 Metern runter, ohne sich dabei größer zu verletzen. Nicht nur streiten sich jetzt Dick und Doof, weil der weiße Drache ziemlich strong ist, sondern spielt Kaiba die jetzt auch noch gegeneinander aus. Wie der Drache, so der Spieler. Und zwar sind die beiden jetzt nicht mehr ganz so das krasse Dream Team, aber trotzdem schaffen sie es, die maskierte Bestie aufs Feld zu holen. Anstelle jetzt Yugi direkt aus dem Duell zu schmeißen, greift Dick Kaibas weißen Drachen an. Ja, Dick ist eindeutig doch der Doofe. Yugi kombiniert jetzt seine drei Magnetkrieger zum Valkyrie und den Superkrieger und zerstört mit ihm die maskierte Bestie. Nur wird dadurch Valkyrion vom Gegner übernommen. Yugi splittet ihn wieder in drei. Kaiba spielt Seelentausch, um die drei für Obelisk zu opfern und Doof auf Null zu bringen. Das war's für ihn. Auf zum freien Flug! Hätte er nicht einen Fallschirm in seinem Mantel versteckt. Der zweite wird jetzt wieder von Mari kontrolliert, der die beiden eigentlich nur ein bisschen rumprovoziert. Eine Lokalisierungskarte für jeden, damit stehen beide auch hier wieder im Finale. Und mit Mokuba wollen sie zu Joey und Thea, der genau weiß, wo sie stecken. Yugi und Kaiba sind mit dem Heli auf dem Weg zum Hafen und lassen auf uns ein Rückblickgewitter regnen. Ja, mehr gibt's zu der Folge eigentlich gar nicht zu sagen. Odion hat alleine 12 Lokalisierungskarten gesammelt, gibt dem manipulierten Joey sein gepimptes Deck, der sich als nächstes gegen Yugi duellieren soll. Angekommen merkt Yugi auch schon, dass Joey von Marik manipuliert wird und versucht die Kontrolle durch das Talk-No-Jutsu zu brechen, klappt aber nicht. Thea kommt auch noch dazu, die ebenfalls kontrolliert wird. Da hat Yugi noch nicht einmal versucht. Und dadurch bekommen wir jetzt ein Duell zwischen Yugi und Joey, wo die beiden an Ketten mit einem Anker verbunden sind, welcher den Verlierer des Duells baden lassen geht. Oder 60 Minuten gehen rum, dann machen beide ebenfalls ihr Seepferdchen. Und wenn sich jemand einmischen sollte, kriegt Thea einen Container gegen den Kopf, was nicht nur wenig Kopfschmerzen bereiten würde. Yugi darf außerdem Slifer nicht benutzen, nimmt aber den Rotaugen in sein Deck. Also, go! In Joeys erstem Zug ballert er direkt mal Yugis halbe Lebenspunkte weg. Sein Alligatorschwert etwas schwächen und wieder 500 Lebenspunkte einbüßen. Das sind also diese übermächtigen Zauberkarten, von denen Odion gesprochen hat. Um Joey aus der Kontrolle zu reißen, will Yugi den Platz mit Yami wechseln. Tristan versucht in der Zeit von den Raritätenjägern zu entkommen, verliert das Fangspiel aber leider. Aber kein Ding, Würfel sind scheinbar sehr effektiv gegen Raritätenjäger, weswegen Duke gerade wohl perfektes Timing hat. Und damit geht das Fangspiel weiter. Um Joey wieder zurückzubringen, will Yugi Joey seinen Rotaugen zeigen. Mit Austausch schafft er es sogar fast. Zwar will Marik den Rotaugen greifen, kann sich aber nicht durchsetzen und zieht eine andere. Um weiter Druck auszuüben, spielt Yugi den Rotaugen und bombardiert seinen Alligator weg. Aber selbst das kitzelt höchstens an Joeys Hirn. Wieder hagelt es Kometen und damit bleiben Yugi nur noch 1000 Lebenspunkte. Der Rotauge wird jetzt auch noch hart geschwächt, was Joey fast wieder zurückholt. Das Ü-Tüpfelchen legt Yugi aber nochmal drauf, indem er ihm das Puzzle um seinen Hals legt. Marik mag die Mindgames von Yugi nicht und somit das Puzzle nicht. Er holt ein Stück raus und will es einfach ins Meer werfen. Das triggert Joey aber erst recht und holt ihn so weit zurück, dass er es wieder reinsetzt und wieder anzieht. Jetzt ist aber für eine Zeit Marik wieder am Steuer. Also irgendwie fast. Joey widersetzt sich einem Befehl und schwächt sich damit selbst. Und ihr fragt euch jetzt vielleicht, wie das mit dem Fangspiel aussieht? Ja, gar nicht gut. Tristan stellt sich den drei Verfolgern, während Duke und Serenity auf Mai treffen. Nur ist Tristan ein ziemlich schlechter Verlierer und verprügelt die drei einfach. Mit Mai geht's dann auch noch zu den anderen. Marik will auf Zeit spielen, damit beide hops gehen. Yugi versucht weiterhin auf ihn einzureden. Klappt nur ziemlich mäßig. Die anderen kommen an und weil Duke keine Würfel mehr hat, kann er wohl auch keine mehr damit abwerfen. Am Ende zieht Joey dann wohl noch die Karte, womit er das Duell beenden kann. Marik will, dass Joey das Duell beendet. Der kriegt aber gerade einen Flashback nach dem anderen, spielt die Karte, kann dann aber doch Mariks Kontrolle komplett brechen. Yugi blockt erstmal den Angriff, als die Zeit knapp wird. Kaiba rettet Thea mit einem selbstfliegenden Heli und einem gezielten weißen Drachenkartenwurf. Fehlen jetzt also nur noch die beiden anderen, die sich gerade duellieren. Den geblockten Angriff leitet Yugi jetzt aber auf sich selbst zurück, verliert dadurch das Duell und wirft sich dadurch quasi den Haien zum Fraß vor. Und jetzt, nach dem Duell, greift Joey sich mit Yugis Rotaugen selbst an, wodurch auch er bei Null landet. Anstelle sich jetzt erstmal selbst zu retten, weil er schneller gehen würde, dann Yugi zu retten, verkackt er es und beide machen einen auf Wassermann. Im Wasser kann Joey zwar Yugi retten, muss aber dann selbst gerettet werden. Zum Glück gibt's Schwestern, die wieder sehen können. Erst macht sich Joey jetzt noch ein paar Vorwürfe, verzeiht sich dann aber doch recht schnell. Puzzle zurück, Kaiba zieht ab und Ende.
Die Lokalisierungskarten werden auf die Duel-List gelegt, um den Ort fürs Finale zu bekommen. Aber auch Bakura will im Finale dabei sein. Also zieht er sich jetzt eine Duel-Disc und eine Lokalisierungskarte ab und sucht auf dem Friedhof nach einem Duellanten. Zufälligerweise haben Bones und Co. genau 5 Lokalisierungskarten. Der Gewinner vom Duell kriegt alles. Und der Verlierer landet im Reich der Schatten. Und wie zu erwarten, war Bones so gut wie gar kein Gegner für Bakura. Der musste noch nicht einmal irgendeine wirklich krasse Karte rausholen. Echt 6 Lokalisierungskarten bekommen hätte und ins Finale gekommen wäre, wäre er einfach das erste Freilos der Runde. Naja, jetzt gönnt Bakura denen etwas Urlaub im Reich der Schatten. Auch den Freunden von Bones, die eigentlich gar nichts mit dem Duell zu tun hatten. Egal, ein bisschen Willkür muss ja auch sein. Bakura hat jetzt 6 Lokalisierungskarten und steht somit im Finale. Joey bedankt sich dafür, dass Mai ihm im Königreich der Duellanten geholfen hat. Als er kurz davor war, sie zu klären, verkackt er es wieder, weil ein Filmplakat dann doch interessanter war. Was ein Chat. Aus dem Plakat kommt dann ein Auto rausgefahren, wo der Schauspieler aussteigt und sich Mai klären will. Er hatte schon früher versucht, hat verloren, deshalb ihren Antrag gemacht und will es jetzt wieder versuchen, nachdem er ein Duell gegen Mai gewonnen hat. Der alte Romantiker. Und wenn er das Duell gewinnt, will er nicht nur Mai heiraten, sondern auch noch eine Lokalisierungskarte von ihr, womit er im Finale wäre. 100 IQ-Move. Der spielt jetzt auch nur mit seinen Ninja, die alle eigentlich mehr als wack sind. Trotzdem schafft er es, dass Mai fast down ist. Am Ende geht das Duell dann aber doch an Mai. Der Romantiker verliert vielleicht, greift dann aber zu Plan B und entführt sie einfach. Und auch das verkackt er. Mai wird von Joby gerettet und dann geht's los zum Finale. Marik will das Puzzle und die 3 Götterkarten, um der neue Pharao zu werden. Dafür würde er jetzt Odion als wahren Marik ausgeben und sich selbst dann als Good Guy hinstellen, obwohl das ja eigentlich schon nach der ersten Runde aufgeflogen wäre. Unsere Freunde kommen an, Marik kommt als Namu hinterher, Bakura ist auch am Start, dann kommen noch Odion als Marik und Ishizu als Ishizu. Das Finale findet aber gar nicht im Stadion statt, sondern kommt noch ein Zeppelin vorbeigeflogen, um die Finalisten zum richtigen Ort zu bringen. In der Luft beeft sich Kaiba wieder mit allen anderen ohne Grund. Dann bereiten sich alle auf das Finale vor. Nur nicht Joey, bei ihm ist ungewollt Party. Außerdem checkt Yugi auch, dass Bakura nicht Bakura sein kann, sondern er wieder im Bann des Millenniumsrings sein müsste. Ach ja, und ich liebe by the way die ganzen Sprüche, die sich Kaiba und Joey nonstop drücken. Und du solltest dir nicht allzu viele Hoffnungen machen, es ist ein tiefer Absturz von hier oben, Junge. Und nach meinem letzten Wissensstand können Affen immer noch nicht fliegen. Beim Buffet geht's los. Die Lottozahlen am Mittwoch werden gezogen. Dabei wird jetzt das erste Duell ausgelost. Hier darf Bakura gegen Yugi ran. Für das Duell geht's aufs Dach des Zeppelins. Die Duellanten werden noch weiter hochgefahren, damit bloß niemand sieht, was gerade abgeht. Und trotzdem sieht jeder, dass Bakura in Wirklichkeit Yami Bakura ist. Auch nice, wie unschuldig Marik da so tut, als würde er überhaupt nichts checken. Egal. Zeit für ein Duell. Erst spielt Bakura ein schwaches Monster nach dem anderen als Bait, damit er ein paar Monster auf dem Friedhof hat. 3 Monster sind schon auf dem Friedhof und Bakura ist so gut wie down. Risiko des Todes. Aber wie gesagt, war das halt nur ein Bait. Er ruft jetzt finstere Todesangst, indem er 3 Monster aus seinem Friedhof verbannt. Nicht nur ist jetzt so eine glatzköpfige, creepy Frau auf dem Feld, sondern aktiviert Bakura es auch noch finstere Zuflucht, nachdem Yugi mit seinem gebufften schwarzen Magermädchen die finstere Todesangst zerstört hat. Keine Ahnung jetzt genau, warum Yugi unbedingt dafür die finstere Todesangst zerstören musste, aber okay. Wie man in meinem Turnier gesehen hat, ist die finstere Zuflucht sehr hart eklig. Aber im Anime ist sie einfach noch ekliger. Nicht nur verliert man die Hälfte der Angriffspunkte des Monsters an Lebenspunkte, sondern kriegt der Besitzer von finstere Zuflucht diese auf seine Lebenspunkte draufgerechnet. Dann wird sogar noch dreckiger, denn jetzt wurde auch noch die Schicksalstafel gespielt. In 4 Runden ist es jetzt also spätestens vorbei. Jetzt wird's aber noch ekliger, denn die finstere Tür kommt jetzt auch noch dazu. Okay, einen Haken hat die finstere Zuflucht aber doch noch im Anime. Bakura muss nämlich jede Runde ein Monster von sich opfern. Dafür muss er aber wiederum keine Münze werfen, sondern kann Bakura ein Monster wählen, bei dem es dann zu 100% wirken soll. Gut also, dass Yugi die Karte mit seiner Fallenkarte austricksen kann. Erst schickt er den Geist in sein Kuribo, dann zerstört er sein Kuribo und somit auch den Geist von der finsteren Zuflucht. Dann holt sich Yugi die finstere Todesangst aufs Feld, wodurch die finstere Zuflucht komplett zerstört wurde. Bakura hat jetzt aber wieder eine Karte gezogen, welche alles rumreißen soll. Nur welche kann es sein? Diese ach so krasse Karte ist Jougen, mit dem er die finstere Todesangst zerstören konnte, wodurch die finstere Zuflucht wieder am Start ist. Yugis letzter Zug. Wenn er jetzt nicht gewinnen kann, hat Yugi verloren. Und mit dem Herz der Karten holt er den allmächtigen Slifer aufs Spielfeld. Mit dem könnte er das Duell jetzt beenden, aber dann kommt Odion vorbei, der so tut, als könnte er mit dem Millenniumstab den guten Bakura an die Oberfläche holen, weswegen Yugi erstmal zögert.
Yami Bakura findet das Ganze aber gar nicht so geil, weil er den Körper von Bakura eigentlich noch braucht und wechselt lieber doch wieder, um das Duell fair zu verlieren. Yugi kommt eine Runde weiter, Bakura kommt ins Bett. Nur hat er keinen Ring mehr um sich. Scheint keinen so wirklich zu jucken, denn keiner verdächtigt die noch von Mari kontrollierte Thea. Der Zeppelin muss gelandet werden, damit Bakura ins Krankenhaus kommt. Kaiba sagt nein. Immerhin hat er ein Ärzteteam an Bord, die sich um ihn kümmern werden. Tristan und Duke simpen so hart um Serenity, dass die beiden fast draufgehen. Shady kommt, rettet sie und ist dann wieder weg, was den beiden irgendwie null interessiert. Dann schneidet er noch kurz bei Yugi vorbei, erzählt ein bisschen was von der Vergangenheit über die Götterkarten und der Entstehung von Duel Monsters. Früher hat Shady nämlich selbst Pegasus die Götterkarten gezeigt, was wohl auch der größte Fehler seines Lebens war. Pegasus und sein Team haben die Steintafeln fotografiert, um diese dann in Duel Monsters zu verwandeln. Würde nicht einer nach dem anderen bei Unfällen draufgehen. Selbst die Fotografien und die Aufnahmen sind zu mächtig für die Mitarbeiter. Und selbst Pegasus mit seinem Auge hat üblen Respekt vor seinen selbstgemachten Karten, die er lieber an Ishizu abdrückt. Shady erschreckt noch kurz Ishizu, chillt noch ein wenig bei Thea und das war's mit seinem Auftritt in dieser Staffel. Das nächste Duell wird ausgelost. Joey gegen Odion. AKA, die denken ja noch, das ist Marek. Und hier hält der echte Marek während des gesamten Duells den echten Millenniumstab die ganze Zeit hinter seinem Rücken. Übel. Unauffällig. Das Duell beginnt, Joey ohne seinen Rotaugen und fast ohne seine Hand, die beinahe einen Abflug gemacht hätte. Während Odion sich nur mit verdeckten Zauber und Fallen beschützt, lässt sich Joey schnell provozieren und läuft straight in die erste Falle rein. Die zweite konnte er zumindest kontern, drückt wie immer ein paar geile Sprüche rein und steht am Ende trotzdem drei Fallenmonstern gegenüber. Joeys Feld wird leergeräumt und seine Lebenspunkte auch so gut wie auf Null gedrückt. Gut, dass Joey seine Freunde hat und diese ihn wieder aufbauen. So leicht lässt er sich mit ihnen an seiner Seite nicht unterkriegen. Ach ja, Odion wurde by the way als Baby einfach draußen ausgesetzt. Joey holt dann noch mit Grabräuber seinen Jinzu wieder, der die Fallenmonster alle auf einmal zerstört. Und hätte Joey mal normale Monster über 1000 Angriffspunkte, dann wäre Odion jetzt down, nachdem er mit seinen drei Monstern direkt angegriffen hat. Jetzt kann Odion ihn noch mit seinen Lichtschwertern für drei Züge festsetzen. Nicht nur das, sondern zieht der Boy jetzt auch noch den Fake Ra, den Marek in sein Deck gemischt hat. Joey kriegt alle drei Monster aufs Feld, die er im Battle City Turnier gewonnen hat. Sehr ehrenhaft. Odion steht jetzt aber nicht einfach nur rum und bestaunt die Karten, sondern spielt er sein mystisches Ungeheuer. Marek gibt Odion übel die Hoffnungen und erzählt ihm, dass jeder, der die Ra-Fälschung bisher eingesetzt hat, draufgegangen ist. Ja, sehr ermutigend. Aber eigentlich braucht Odion noch nicht einmal den gefälschten Ra. Die mystische Bestie schluckt ein Monster von Joey nach dem anderen und wird dadurch immer stärker und stärker. Kleine Rückblende für Odion. Er wäre fast auch ein Grabwächter geworden, da die Adoptiveltern keine Hoffnung auf Nachwuchs hatten, dem sie den Stab und die Kette vererben könnten. Kurze Zeit später gab es dann doch Ishizu und kurz darauf dann auch noch Marek. Anders als Odion, der voll Bock auf die Zeremonie hatte, wollte Marek das gar nicht. Naja, von Vater abgelehnt. Marek wurde am Rücken rumgekratzt, weswegen Odion sein eigenes Gesicht ein bisschen geschnitzt hat. Joey steht da jetzt ohne Zauber und Fallen und ohne Monster. Alles, was Odion jetzt noch machen muss, ist ihn direkt angreifen. Was er auch eigentlich vorhatte, nur hat er es unterbrochen, weil Marek darauf besteht, dass er Ra spielt, weil Joey und ein paar andere sich auch noch sicher sind, dass Odion gar nicht Marek ist, für den er sich eigentlich ausgibt. Um zu beweisen, dass Odion Marek ist, will er den gefälschten Ra spielen. Mystische Bestie weg, Ra ist da. Und selbst jetzt, ohne überhaupt Karten zu haben, ist Joey sich noch siegessicher. Okay, der Typ hat wohl einfach nur einen extrem guten Instinkt. Denn der echte Ra aus Mareks Deck ist wütend. Odion wird vom Blitz getroffen, der gefälschte Stab wird zerstört und auch Joey wird vom Blitz getroffen. Jetzt lassen sie die beiden da einfach rumliegen, weil jeder von denen noch 200 Lebenspunkte hat und wer in den nächsten 5 Minuten als erstes aufsteht, der hat dann halt gewonnen. Bro, die wurden vom Blitz getroffen, die sterben da. Aber hey, das Turnier geht vor. Joey träumt über seine Schulzeit mit seinen Freunden, die ihm helfen, wieder aufzustehen. Er steht dann auch wieder und hat damit das Duell gewonnen. Mareks wahre Identität wird nicht nur gelüftet, sondern dreht er jetzt auch noch komplett durch und das Böse kommt aus ihm raus. Odion muss ins Krankenbett. Joey, geht's irgendwie gut? Mai fragt Joey, ob auch sie ihm im Traum geholfen hat. Der korbt sie, was sie schon ziemlich hart trifft. Das nächste Duell wird ausgelost. Mai gegen Marek. Obwohl Marek gerade etwas Besseres zu tun hat. Er will Odion einfach ins Reich der Schatten schicken. Vor dem Bett hört er aber seine Durchsage, dass er duellieren muss und bricht dann doch erstmal ab.
Also, let's go! Nächstes Duell. Dabei hat Mai wohl den Namen Wiederbelebungsjam nicht ganz verstanden. Der belebt sich nämlich wieder. Erst legt Mai trotzdem ziemlich gut los und haut ziemlich gut zu, nur kontert Marek dann recht schnell, übernimmt die Führung und macht es auch noch spannender, indem er das Duell zu einem Spiel der Schatten werden lässt. Ab jetzt erlischt immer ein Teil der Gedanken an einen Menschen, wenn ein Monster von einem zerstört wird. Da Mai ihr eigenes Monster zerstört hat, das von Marek kontrolliert wurde, verliert sie als erstes den Gedanken von Thea. Dabei vergisst Mai sie jetzt nicht nur, sondern kann sie die jetzt einfach komplett nicht mehr sehen. Marek verliert auch sein erstes Monster und vergisst dabei jetzt Krillin auf Crack, was ihn natürlich überhaupt nicht juckt. Er holt sein Monster gestärkt wieder, zerstört Mais Monster und sie verliert die Erinnerung an Joey. Sie war früher immer alleine, bis sie auf unsere Freunde im Königreich der Duellanten getroffen ist. Gut, dass es aber Yugi mit seinem Puzzle gibt, der ihr die Wahrheit zeigt und sagt, dass sie immer für sie da sind. Mai opfert jetzt ihr Monster, um Ra von Marek abzuziehen. Dadurch wurde schon mal die größte Gefahr aus dem Weg geräumt. Arcana wird aus Mareks Gedanken gelöscht, Mai zaubert 3 Harpien auf ihr Feld, womit sie eigentlich Marek direkt angreifen könnte, um das Duell zu gewinnen. Stattdessen ruft sie Ra, den man jetzt erstmal aus dem Ei locken muss, damit man ihn überhaupt kontrollieren kann. Die geheime Formel, um Ra zu beschwören, steht jetzt sogar auf der Karte. Nur eben steht es da auf Altägyptisch, was Mai leider nicht in der Schule hatte. Wie der Zufall es will, kann Marek den Spruch auswendig und labert den laut vor sich her, um die Kontrolle über Ra zu übernehmen, nachdem er Mai erst noch mit Arme und Beine sperren wirklich physisch ihre Arme und Beine gesperrt hat. Wie soll sie sich jetzt noch duellieren? Marek will das Duell beenden und greift mit Ra direkt an, was Joey aber nicht zulassen kann. Er läuft zu ihr und versucht sie da rauszuholen. Er sagt ihr, dass auch sie im Traum bei ihm dabei war. Also kann sie sich jetzt wieder an ihn erinnern. Bei dem Angriff von Ra würden jetzt wohl beide draufgehen, wäre Yugi nicht dazwischen gesprungen. Auf jeden Fall hat Marek gewonnen, also verbannt er jetzt Mai ins Reich der Schatten. Ihr schlimmster Albtraum oder sowas ist für sie wohl, dass sie in einer Sanduhr in der Luft hängt, während Sand runterläuft und sie ihre Freunde beim Spaß haben zugucken kann. Echt böse. Mai liegt im Krankenbett und weiter mit dem nächsten Duell. Kaiba gegen Ishizu. Nebenbei ist Mokuba so dabei, den Text auf der Karte von Ra zu entziffern. Die haben nämlich mit einem Satelliten ein Bild von der gespielten Karte gemacht und versuchen jetzt zu analysieren, was da halt draufsteht. Warum die nicht einfach aufgenommen bzw. aufgeschrieben haben, was Marek gesagt hat, weiß ich nicht. Das Duell beginnt und Ishizu sieht wirklich alles voraus. Ähnlich wie Pegasus, nur noch krasser. Die sieht nämlich schon das komplette Duell voraus und sieht schon, wie Kaiba das Duell verlieren wird. Mit der Crush-Karte reduziert Kaiba das Deck von Ishizu nur noch auf die schwächsten Monster und am Ende zieht er dann sogar noch Obelisk, welcher laut Ishizu sein Untergang sein soll. Alle starken Monster von Ishizu sind schon auf dem Friedhof und mit der Viruskanone kommen jetzt auch noch alle Zauberkarten dazu. Bro, was für eine overpowerte Karte im Anime. Na, zum Glück hast du ja auch noch Fallenkarten. Dadurch kommt jetzt alles vom Friedhof ins Deck und alles im Deck aufs Friedhof. Auch bei Kaiba, weswegen er nur noch 6 Karten im Deck hat. Wieder die Viruskanone, nur wird sie dieses Mal abgewehrt. Ishizu baitet Kaiba, damit er sein Obelisk spielt und dieser direkt mit einem Virus infiziert ist. Wenn er jetzt mit ihm angreift, war es das für Kaiba. Doch Mareks Stab leuchtet auf, Kaiba kriegt ganz, ganz alte Flashbacks und Kaiba vertraut doch lieber auf den guten alten weißen Drachen. Direkter Angriff, Kaiba gewinnt, Zukunft wurde verändert. Mokuba muss die Karte überhaupt nicht übersetzen. Kaiba kann das einfach selbst lesen, ohne die Sprache überhaupt zu kennen. Als Kind hat Marek einen unerlaubten Ausflug nach draußen gemacht, was sein Vater etwas wütend gemacht hat, deswegen Odion verprügelt hat, was das Böse aus Marek geholt hat, der seinen Vater mit dem Millenniumstab umgebracht hat. Durch Odions Worte und Odions Nähe wurde er wieder halbwegs normal. Ja, so viel zur Vergangenheit. In der Gegenwart gibt Ishizu Yugi ihre Kette. Der gute Marek in Thea bringt mit ihr den Ring wieder zu Bakura, damit er zusammen mit ihm den bösen Marek vertreiben kann. Also, auf zum Duell. Joey hat einen Albtraum über Mai, wollte ich nun mal gesagt haben. Vor allem geht es jetzt hier aber um Bakura und Marek, die sich auf dem Dach duellieren. Und natürlich wird es ein Spiel der Schatten. Hier löst sich jetzt aber der Körper Stück für Stück weiter auf, je mehr Lebenspunkte man verliert. Bakura opfert ein paar Lebenspunkte, um 3 Monster aus seinem Friedhof wiederzuholen, lässt Marek Ra aus seinem Deck holen, nur um diesen mit Kartentausch für sich zu bekommen. Eigentlich gar nicht mal so schlecht, da der gute Marek in ihm den Text auf der Karte entziffern kann. Naja gut, wenn es schon Kaiba kann, dann sollte es Yami Bakura eigentlich auch können. Nicht nur wegen rachsüchtiger Sumpfgeist kann Ra nicht angreifen, sondern zieht Marek allen Monstern, die für Ra geopfert werden sollen, die Angriffspunkte ab und fügt sie seinen Lebenspunkten hinzu, weswegen er über 8000 Lebenspunkte hat und Ra keine Angriffspunkte mehr. Und Bakura wusste gar nicht, dass Ra so seine Angriffspunkte bekommt, was es ziemlich komisch macht, warum er nicht den Nuller dafür geopfert hat. Naja, Ra wird geopfert, 3 Monster vom Friedhof verbannt und den Grafen vom Friedhof geholt, damit Bakura eine ziemliche Power auf dem Feld hat. Nur kann er halt wegen dem Sumpfgeist nicht angreifen. Thea und Yugi suchen Bakura,
finden dabei den Nebel vom Spiel der Schatten und Kaiba versucht herauszufinden, wie man Ra besiegen kann. Apropos Ra, der wird von Marek zurückgeholt, opfert all seine Lebenspunkte außer einen und mit einem Blitzangriff, den er wohl einfach so drauf hat, übergeht er den Sumpfgeist, um das Duell für sich zu entscheiden. Bakura macht einen überepischen Abgang, sagt, dass er selbst die Finsternis ist und auf jeden Fall wiederkommen wird, was ja auch stimmt, weil er eh im Puzzle ist. Marek schnappt sich den Ring und der gute Marek versucht jetzt Thea zu benutzen, um von Ishizu Hilfe zu bekommen. Die hat Odeon versteckt, damit Marek ihn nicht abstechen kann, während er ohnmächtig rumliegt. Bald sind unsere Finalisten am Zielort angekommen, das aber erst in der nächsten Staffel. Kommen wir jetzt noch schnell zu einem Ergebnis. Wir haben 38 gute Folgen, 9 mittlere und 2 ziemlich schlechte Folgen. Alles in allem eine ziemlich geile Staffel. Teile und like ich die Videos von Serienreviewer? Auf jeden. Folge ich ihm auf Twitter, Instagram, bin auf seinem Discord und kaufe seine Merch? Auf jeden. Nice. So muss das doch. Vielen Dank, meine Freunde, für euren großartigen Support.